Herzlich willkommen zu einer Folge zu Let's Play Donkey Kong 64. In der letzten Folge haben wir weiter Albtraum Aquarium, wie die Welt heißt, weiter durchguckt und ja, jetzt sind wir hier unten im Wasser mit unserem Leuchtfisch und ich habe was hier beim Langschwimmen hier noch was gesehen. Genau das hier. Einfach eine Leiche. Wie ist creepy genug schon. Wir gucken uns hier weiter an, das Schiff. Wir brauchen hier Schlüssel, aber die haben wir nicht. Boah, so sieht's aus, dass wir Schlüssel brauchen. Vielleicht kommen wir auch anders hin. Und ja, wir haben hier drin schon eine goldene Banane gefunden. Ah, wir nehmen hier gerade vollkommen 59 auf. Ich muss vielleicht ein bisschen ruhiger sein. Nein, geh nicht wieder in diesen Albtraum rein. War schon im letzten Part, okay. Wir werden hier anscheinend hier nichts mehr damit machen. Dann gehen wir raus. Vielleicht können wir noch anders. Wir haben hier noch andere drei Tore. Die nichts sammeln zu bedeuten. Und ja, ich würde sagen, wir gehen. Ich bin so wieder so doof gewesen und nehme diese Folge jetzt wieder später auf. Boah, so nicht später, drei Tage später zur letzten. Und wir sind ja jetzt halt täglich. Hoffe ich mal. Ich mache. Ich muss wieder Paper mal raufnehmen, fällt mir gerade so ein. Mache ich auch wieder bald. Aber ich weiß es hier irgendwo was mit. Okay. Ich kenne die Bar. Vielleicht hat sie was für uns Neues. Okay, hier ist schon mal. Was? Aber da ist ein G. Ja, da können wir noch nicht hin wahrscheinlich. Lang ist ja auch nirgendwo. Okay, dann gehen wir hier hoch. Bitte geh hoch. Danke. So, und gehen mal in ihren Laden rein. Vielleicht hat sie für uns ein Upgrade, den wir kaufen können mit Tiny. Für alle Kongs. Oder nur für sie. Und heute ist dein Glückstag, Tiny. Wir sind hier 5 Bits und ich verbessere dein Instrument. Glaub mir, wir sind da. Oh, machen wir. Alle Kongs, Upgrade 1. So, alle Kongs kriegen Fähigkeit jetzt. Richtig verstanden. Ich habe eure Instrumente verbessert. Die haben jetzt noch mehr Power. Mehr kann ich jetzt nicht mehr tun. Schade. Ja, Mann. Aber hast genug für mich gemacht. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Okay. Was ist auch komplett mit mir? Bitte. Ja, angucken. Lange Karte. Nee. Wir gehen jetzt wieder zu. Wie hieß er nochmal? Funky. Genau, Funky. Mein Lieblingskong. Und ja. In die falsche Richtung schwimmen, oder? In die falsche Richtung schwimmen ist erstmal nice. Hier ist er. Okay, meine Orientierung ist langsam da für die Welt. Hoffe ich mal. Die ist ein bisschen nervig. Leute, Discord. Ich muss das echt ausschalten bei Discord, diesen Overlay. Mache ich jetzt hier in der Aufnahme. So. Optionen. Game. Nee. Game Activated. Overlay aus. Jetzt sollte eigentlich keine Nachricht mehr kommen. Hoffen wir mal. Nervt es halt nämlich. So. Vielleicht können wir auch bei ihm was noch kaufen. Den Kauf haben wir, die Coins. Na, sieht übel aus, aber ja, ich habe für dich nichts. Ich werde aber deine Federn hier wieder hochmachen. Ja, lieb von dir. So, ich würde sagen, gibt nichts. Wir haben hier unten schon beim Amboss das geholt. Wir haben eben auch schon mit dir drei Bananen, nicht so richtig weiß, oder? Ja, drei Bananen, die Blaupause haben wir, bedeutet uns fehlt noch eine. Irgendwas gibt es da noch, oder? Also, irgendwo auf der anderen Seite wetten. Wir sind ja gerade auf einer Seite, auf die Hauptseite wahrscheinlich. Und ja, deswegen würde ich auf DK. Ich würde mal nochmal durch alles nochmal hier angucken mit DK. Was ist noch da unten? Bananen für Siri sind. Hier ist ja die Blaupause gewesen. Das ist ein
Ballon für Billy, genau. So. So. Bringt das jetzt? Ah, okay. Das Tor geht auf. Dann gehen wir ja, dann schwimmen wir dorthin. Und dann gucken wir nochmal wirklich alles an mit DK danach, würde ich sagen. Jetzt ist es ein kleines Hin und Her ganze Zeit. Finde ich aber gut. Sollte man noch machen. Es gäbe halt zwei Möglichkeiten, wie man durch die Welt durchkommt. Ich sage mal, ich habe so die schlechteste Variante, finde ich, gerade ausgewählt. Weil wenn man jetzt doch so dran über nachdenkt, dann sollte auch falsche Seite. Sollte man schon erstmal mit einem Charakter alles machen, was man sieht, und dann mit anderen nochmal alles zurücklaufen. Boah, besser, das ist halt viel, viel einprägsamer, aber das ist halt immer hin und her, oh, immer das gleiche sehen und. Ja, nach einer Zeit wird es langweilig, finde ich. Das für Let's Play ist diese Variante, die ich mache, einfach mit jedem Charakter direkt, was wir sehen, direkt zu machen. Oder zu versuchen. Oder wir switchen auch. Bitte, bitte. Bananen einsammeln. Danke. So. Ja, hier sind Leben und Bananen. Mehr, viele Bananen. Finde ich gut, dass hier viele Bananen sind. Brauchen Gegner. Finde ich nicht so nut. Nut. Genau, Jut. Okay. Jeder hat anscheinend so einen eigenen Raum für sich. Okay. Dann gehen wir in diese Bonusbox mal. Und, spielen wir das Bananenballerei. Treffe die goldene Banane, aber bloß nicht die Kongs. Okay, aber ob zu helfen, treffe die Melone um die Banane. So, stimmt. Muss es schneller sein. Okay. Ja, das war's gerade alles. Super, jetzt sagen rum, ja, perfekt. Wieder unten. Ja, jetzt sind wir wieder unten. Perfekt, jetzt oben. Hey, ich habe auch noch da gemacht. Ja, perfekt. Leute, ich habe gerade nur geraten. Die Prediction waren gerade alle geraten. Weil ich nicht getroffen habe. War noch 10 Sekunden. 2 Stück. Komm, 4. Komm. Ja! Letzte Sekunde! Was? Betrug? Was? Ich hatte nur eine Sekunde. LOL. Okay. Gut. Ja, ich hab mich auf dumm angestellt. Ja. So. Hab ich gar nicht hingemacht. Bananen, noch 20 Sekunden, über 20 Sekunden. Noch 2 Bananen unter 20 Sekunden. Ja. Die haben wir gut gemacht. Ja, verstehst du, wir hätten seinen Fast Try geschafft. Aber ja. Eingeschossen. Ja, die erste Banane für der Game. Das ist nice. Noch was? Sieht so aus. Aber dann, die sind wichtig. Sollten wir alle einsammeln. Ah, und da hinten ist der Raum von Tiki gewesen, oder? So sieht's aus wegen Kokosnüssen. Weil der auf der anderen Seite sind Kokosnüsse und da waren ja Dixies. Ja. Auch. Aber könnte auch von irgendeinem anderen Kongo sein. So, nochmal 3 Coins mit ihm. Auch nice. So. Da auch nichts mehr weiter. Sind wir jetzt auch fertig hier?
Ich. What? Was ist denn hier? Irgendwie ein komisches Bett. Reinigen denke ich jetzt nicht. Ziemlich strange aus. Mal gucken. Gibt mir in dieser Welt keine Kranke-Fähigkeit. Was ich schade finde. Es wäre cool, wenn man in jeder Welt so seine eigenen Fähigkeiten kriegt, wie in Yooka-Laylee. Egal. Aber Yooka-Laylee, ich wollte euch fragen, weil es ist schon ein bisschen her. Ich habe es diesen Jahr noch gespielt, aber gleich nach Rayman, was nach Donkey Kong 64 ja kommt, habe ich jetzt schon gesagt, gleich Yooka-Laylee zu machen. Und ich denke aber nicht, dass ich direkt nach Donkey Kong Rayman Origins machen werde. Das will ich bestimmt nicht machen. Das wird. Boah, war dumm von mir. Nee, ich werde keine Rayman Origins machen, weil wir ja die Origins Level so gesagt fertig haben. Oh, noch 3 Coins, nice. So gesagt schon alle gemacht haben und ich will mich noch überraschen. Deswegen will ich mir ein altes Rayman zu spielen. So ein Rayman 3D Game wäre auch nice. Und Rayman 2D. Mal gucken, vielleicht Rayman 1, 2, 3. Die interessieren mich auch, wie die sind. Ich finde ja halt Rayman spielt mega nice. Und Rayman Legends. Und man sollte auch die Vorgänger angucken. Finde ich. Und ja. So, dann gehen wir wieder zu Cranky. Das war hier dann. Und? Ah ne. Okay. Hier ist noch ein Teleporter gewesen. Haben wir noch nicht geholt. Ey, was ist mit mir los? Ja, wir haben schon mal 4, 5. Wir sollten jetzt einfach alles haben. Teleporter. So, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir auf Diddy. Mit dem haben wir noch so viel zu tun, das habe ich hier schon gesehen. Ja. Angefangen mit dem Bananen dort oben. Vielleicht gibt es hier noch was mit stimmt, mit Lenke gibt es hier noch 5 Bananen hier. Aber ja, kommen wir später einfach. So. Vielleicht nee, mit Chunky gibt es hier nichts, was ich weiß. Warte. Also. Und noch 10 Bananen mit ihm und dann bitte. Sollen wir erstmal das machen? Oder? Ich würde sagen, noch nicht das. Erstmal hier runter, würde ich sagen. Und die Bananen. Die Coins, sorry. Coins. Gibt es echt viele Coins. Ich weiß nicht warum. Aber ist so gut. Mehr Coins, wir haben vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir alle Coins vielleicht noch brauchen. Im Game. Das weiß ich jetzt nicht. Leider gibt es hier vielleicht unten noch was. Für ihn. Nö. Dann hoch. Wir sind schon bei Minute 13. Holy shit, geht das schnell rum. Ja, ich nehme wahrscheinlich jetzt gleich noch eine Folge auf. Ja. Gibt es hier noch was für ihn? Ja, ich wusste, dass es hier noch irgendwas für ihn gibt. So, na kriegen wir direkt 20 Bananen noch. Und das ist auch sick. So, dann haben wir nochmal 20 Bananen, jetzt haben wir 50. Es ist schon episch. Und da rein in den Schiff gehen wir noch nicht, weil wir hier noch eine Höhle hatten. Ich erinnere mich. Hier eine Höhle. Und da war auch die Bananen. Und deswegen geben wir die jetzt hier rein. Ah, okay, stimmt. Stimmt, hier brauchen wir diese DK. Das können wir noch nicht holen. Okay, dann haben wir schon mit die Bananen geholt. Die waren wichtig. Ja, links. Vielleicht können wir ein bisschen Agade machen. Was machen wir mit Agade versuchen? Weiß nicht. Würde aber jetzt sagen, wir holen uns jetzt das mit dem. Das mit dem Instrument. Ja, ja, nice. Das Schöne ist, in dieser Welt müssen wir nicht haben, können wir kein neues. Schöne ist. Schade ist, dass wir nur 5 Charaktere haben können, wir kriegen keinen mehr. Haben wir alle jetzt, alle.
Wir haben jetzt den ersten drei Welten. Alle Charaktere sind freigeschaltet. Jetzt können wir einmal mit denen alle Level machen. Das ist nicht schön. Stimmig. Und wir öffnen die zwei. Wie ist die eins, oder? Sehr wichtige Frage. So. Und zack. Super. Ich finde sogar die Schwimmsteuerung ziemlich gut gemacht. Die ist echt einfach, chillig. Vielleicht nervt sie ein bisschen einen. Aber wenn man hier links die Strampelfunktion ist ein bisschen zu langsam. Aber wenn man ausrichten will, kann man ruhig die Strampelfunktion benutzen. Wir haben es ja auch nicht so eilig. Und diese Abteil sieht schon direkt anders aus. Mit Kanonen. Und Bonus-Stücke. Was ist jetzt hier passiert? Das ist explodiert. Whatever. Yes? Welcome to Bonus Stage. Cool Panik. Sammle alle Münzen, aber hüte dich vor den Seesternen. Was? Ich hab gesehen, dass da oben, unten und oben was war. Und wieder runter. Das hat gedrückt ganze Zeit. Ja, und die Kamerarampen. So. 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 Ey, what the fuck? Runter! Runter! Ja, lange. Noch kein Treffer von den Seesternen. Frage ist, wo ist die letzte? Ich hab ja einen da ganz oben gesehen. Junge, dreh dich doch. Mann! Jetzt kommen die Seesterne. Nee, das schaffen wir nicht First Try. Das schaffen wir nicht First Try. Das schaffen wir nicht First Try. Okay, wir gucken uns kurz um. Ja, da oben ist jemand. Da ist oben was. Ich wusste es. Okay, kurz umgucken. Wie sollen wir das von dort unten erreichen? Warte mal, wir mal was testen. Hä? Hey. Soll das funktionieren? Hä? Hey. Welcome to Bonus Stage. Okay. Okay. Aufspringen hilft ja auch nicht. Vielleicht geht das Wasserspiegel höher, wenn wir alle Coins gesammelt haben hier unten. Oh, perfekt, das ist nice. Oh, what? Oh, okay. So, jetzt drehen, zack, zack und. Ja, den schon. Komm, 7 Sekunden, 6. Diddy! Diddy! Einfach nur am Versagen. Okay, anscheinend kommen die irgendwann runter. Nach einer Zeit. So, den am besten direkt mal runterholen. Man merkt, dass ich die Schwimmsteuerung schon ein bisschen kann. Ich werde es auch mega gut dafür, aber nicht einfach. Ja, so lock. So, der sollte eigentlich hier sein. Ja, genau. So. Und jetzt haben wir 3 Sekunden für die letzte Münze. Wir machen schön langsam. Zack, zack. Und jetzt haben wir es. Halleluja. Okay, dritter Versuch. Hätten wir schon beim Second Try versuchen schaffen können, aber nicht schlimm. Ah, der hat sich zitiert. Okay. Perfekt. Die erste war dann mit Diddy. Perfekt. Das hört sich doch nice an.
und nochmal 5 Bananen. Nochmal. Ja Mann, wir haben schon 70. Ging schon mit ihm gleich die erste Bananenmünze. Noch was an der Decke. Könnte ja auch immer sein, immer was an der Decke. Aber nein. Okay. Dann sind wir auch hier fertig. Nice. Und mit dir haben wir jetzt auch fertig. Ich mag dieses Schiffsrad. Das ist cool aufgebaut. Ich würde sagen, dann machen wir weiter mit Lanky. Lanky Kong. Hier gibt es noch ein paar Sachen mit Didi, aber die machen wir später. Das ist das Gute, wir können ja immer switchen. Und deswegen, ich hätte so gerne einen. Ey, wenn ich den Switch hätte, ich wünsche mir. Ich versuche jetzt halt für den Switch zu sparen. Eher mehr oder weniger. Und so. Und. Mehr oder weniger geht das. Aber funktioniert es bei mir, weil ich auf Mofa zum Beispiel spare auch noch viel, viel mehr. Und Mofa 2 für mich wichtiger ist. Als Sache, wenn ich einen Switch habe und irgendwie Donkey Kong 64 Titel, Remake, Remaster, Reboot oder irgendwann Donkey Kong 3D kommen sollte, bin ich sowas von dabei. Jungs, das wird einfach das beste Spiel von, sag mal, wenn die Donkey Kong 3D gut machen, dann haben sie das beste Spiel für die Switch. Besser als Breath of the Wild, direkt cooler zu bieten, Score, weil Donkey Kong 3D. Kann ich direkt mal sagen. Also bitte, die Kamera, bitte. Kamera. Ich hab nicht da. Komm schon. Dieses Schwimmen von Lanky mega lustig. Nächste Tor, richtig? Nee, das erste so gut. Dann gehen wir rein. Große Hose? Cool. Okay. Ich habe Angst. Darf ich das? Aber hier haben wir direkt erstmal die Banane. Nice. Und? Nochmal. 10 Bananen. 15 Bananen und Coins. Nice. Okay, warum haben wir jetzt eigentlich die große Summe gebraucht? Okay. Alright, okay. Dann sind wir auch direkt hier fertig. Gerade auf dem Bildschirm. Leute, Lauchbude. Nee, die Witz bringe ich jetzt. Den zählen TV-Witz bringe ich jetzt nicht. Nehmen wir jetzt nicht. So. Dann gehen wir jetzt kurz hoch, weil ich noch eine Sache im Kopf habe, die wir mit Lanky machen können. Dann weiß ich auch nicht mal weiter, wo wir es reingehen, was wir machen müssen. Wir haben hier noch andere Wege. Dann gehen wir die entlang, würde ich sagen. In der nächsten Folge. Wahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Wir müssen noch eine Sache mit ihm machen. Warte mal, wir killen den Typen mal kurz. Weil es verschwindet Munition für Dings. Unserem Instrument, aber egal. Wir leben dazu. So, hier ist ja ein Schalter für ihn. Und der sollte ja irgendwas für uns aufmachen hier. Ja, genau. Er öffnet uns diesen Weg unten bei dem zweiten Schiffsrohr, beim ersten Schiffsrohr, wo wir waren. So. Und das ist auch mehr genug Zeit für alles. Das ist nice. Perfekt. Perfekt reingeschwommen. Ein bisschen länger die Folge. Und Schatzkiste mal wieder. Dafür brauchen wir doch Agade. Agade. Heißt die Egal. Sie heißt ja im. Die heißt ja normalerweise Egade. Irgendwas irgendwie so, aber Agade hört sich besser an. Sie bei der Agade.
Ich habe sie auch so kennengelernt als Agade. Oh geil, die Munas Musik mit dir. Fotos? Müssen wir Fotos machen? Weil wir müssen hier später nochmal zurück, wenn wir zurückschwimmen. Müssen wir uns merken. Ah, ja, Coins. Wir haben schon wichtig. Ah, das ist schon bei der Banane. Oh, das ging ja schneller als ich dachte. Aber Sache ist, ich bin so schnell, dass ich die Banane nicht einsammeln kann. Jetzt. Hä? Rau. Nein, hoch. Lenky. Was macht denn der Lenky? Lange. Lenky seine zweite Banane. Zwei Bananen halt in der Hose. Okay. Der war scheiße. Das weiß ich. Müsst ihr mir nicht sagen. Der Joke scheiße war. Ich will Comedy-YouTuber werden. Nein, ich werde weiter Let's Play. Let's Play machen. Mir mega viel Spaß. Ja. Ja, Sache ist, Comedy ist halt aufwendiger und eigentlich auch schon lustig. Finde ich. Und auch gut machbar. Aber ich finde Let's Play viel, viel angenehmer. Oder kann man auch coole Projekte machen als Let's Player. Zum Beispiel Escape Quest ist halt eine der coolen Projekte. Meine Meinung gewesen, leider nicht zu Ende gegangen, aber trotzdem eines der coolsten Projekte. Dann halt das nächste Projekt, das größere Projekt von mir, wird bald auch kommen. Das werde ich mir auch ein bisschen Mühe geben. Ging mal wieder richtig, so richtiges Pokémon Competitive. Aber kein richtiges Draft-League-Turnier, sowas anderes mäßig. Habe schon mit anderen ein paar Leuten geredet, aber ja, freut euch darauf erstmal. Und genießt erstmal euren Tag noch. Wenn, weiß ich, weiß nicht, soll es 15, 14, keine Ahnung, wie viel es kommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn wir die 10.000 Likes knacken, dann gibt's morgen kein Video. Wenn morgen die 10.000 Likes knacken, gibt's morgen kein Video, sondern zwei. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht, Borden, nein. Ich überlege sogar morgen wirklich zwei zu machen. So, ja, wir sehen uns bis dann und ciao. 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 Bis dann. Euer Marc. Bye bye.